So, weiter geht's. Ich bin jetzt auf dem Weg zur Moraya und dann schauen wir mal. Oh, Moment, das ist ein Ausrufezeichen. Moment mal. Ganz ruhig. Krebsfischen, vielleicht wird mein alternder Körper nach all den Jahren zu wählerisch, aber Eberfleisch bekommt mir nicht mehr so gut und bekomme ich nicht mehr so leicht runter. Naja, bleibt umso mehr für die neuen Rekruten. Wir haben zwar gerade einige Krebsfallen ausgelegt, aber würdet ihr meinen ungeduldigen alten Troll, der sich nach ein bisschen Krebsfleisch sehnt, helfen? Es gibt überall auf der Insel, aber am besten jagt man sie vor der Ostküste. Auf dann. Ja. Was halt nochmal? Norden, Osten. Ja, dann machen wir es halt erst nochmal. Norden, Osten. Okay, ah ja, da muss es sein. Ja, ich sag mal, ich nehme jede Quest mit, Erfahrungspunkte sammeln und so weiter und so fort. Ja. Toll, der tötet meine Mopse. Das kann man doch nicht einfach so machen, Mann. Na komm schon, komm schon. Ein epischer Kampf. Wer wird gewinnen? Zwergbrandungskriecher oder mächtiger Troll? Okay, der Nahkampfschaden ist noch nicht so toll. Da muss ich wohl doch noch ein wenig Blitzschaden machen. Das ist zu weit entfernt. Das ist zu weit entfernt, ich weiß. Und Zauber kann ich auch nicht unterbrechen. Naja, das kommt noch, es kommt noch alles. Das kommt noch, das kommt noch. Oh, 2 von 5. Aber es geht ja richtig schnell. Jeder Gegner ein Stück Fleisch. Ich habe auch in Erinnerung, dass es früher viel länger gedauert hat. Da habe ich 10 so Krebse getötet und dann habe ich nicht mal ein Stück Fleisch bekommen. Naja, ist ja auch ganz gut so. Oh, verdammt. Ich hasse sowas im Spiel. Krebsfleisch. Scheiße, jetzt habe ich auch wieder Hunger. Na gut, wenn ich mit der Folge hier fertig bin, habe ich mir ein Eiweißbrötchen mit Apfelleberwurst rein. Ja, Apfelleberwurst. Hört sich zwar für den einen oder anderen, der das jetzt kennt, Apfelleberwurst? Es schmeckt aber wirklich geil. Ich habe es auch erst am Anfang gezweifelt. Apfelleberwurst, aber das schmeckt sowas von geil. Ich fresse jetzt, was Leberwurst anbelangt, zurzeit nur noch Apfelleberwurst. Es schmeckt so geil. Naja, kann ich nur empfehlen. Apfelleberwurst, esst mir Apfelleberwurst. So. Toratschin, da haben wir dein Fleisch. Wie geht's denn so, Mann? Da hast du. Wunderbar, ich danke euch für eure große Freundlichkeit, Junge. Junge? Okay, naja. Die Geister werden bestimmt wohlwollend auf euch herabsehen. Alles klar. Okay, 50 Silbererfahrungspunkte, ja, das nehme ich alles mit. Da begeben wir uns mal zum nächsten Fragezeichen. Ah ja, das ist ja schon. Und da machen ein Jungtier, oh, wie süß. Mit mir. Hey, das Süße, Wolchin hat euch geschickt, Es ist so süß von ihm, an mich zu denken. Ich kann auf jeden Fall Hilfe gebrauchen, aber ihr müsst noch ein ganzes Stück laufen. Wenn ihr etwas zu tun sucht, wir hätten da noch ein paar Raptoren, die zu den Stellen gebracht werden müssen. Ihr geht auch zu der Insel südlich von hier und trefft euch mit den Pflegern, die werden euch dann helfen. Haltet Okay. euch vom Voodoo fern. Soll ich mal kurz was gucken? Aha. Dann könnte ich ja in den Let's Play. Was ich falsch habe, können die ja gegen andere Spiele antreten. Achso. Okay, das. Ich habe Level 12 und 13 Pets, das heißt. Wenn ich jetzt am Leveln bin und Level 13 Wildtiere finde, könnte ich ja quasi leveln. Zwischendurch immer mal so ein Petfight mache. Ja. Das ist eigentlich jetzt ideal.
Ja, das könnte ich eigentlich machen. Ja, ab und zu so ein Pet-Find. Und wenn es halt entquellt, der kann ja dann vorspulen oder so. Ich kann ja auch ein paar Pet-Files offscreen machen oder. Naja, egal. Das sehen wir dann, das sehen wir dann, das sehen wir dann. Dann machen wir jetzt keinen Schuh draus, den Schuh machen wir später zu. Ich muss jetzt auf diese Insel. Oh, oh, ah, da ist er ja wieder. Ja. Okay, komm mit. Mein Stab ist aber länger. Schön, dass du es geschafft hast, Mann. Welcher Stab ist länger? Ach komm schon, mein Stab ist deutlich länger als seiner. Deutlich. Ich weiß, das ist bestimmt eher eine Beschäftigungstherapie. Macht aber nichts. Babyraptoren sind fiese kleine Teufel. Und sie schmecken auch sehr gut. Raptoren. Oh, hab ich jetzt wieder Hunger. Schön hier draußen mal neue Gesichter zu sehen. Mann, wir sind noch recht isoliert. Seit wir Aquima mal verlassen haben. Versuch mich nicht schlecht dastehen zu lassen, ja? Ja, ja, geh du schon mal vor. Ich gebe dir Vorsprung. Ich habe etwas ziemlich Wichtiges, bei dem wir eure Hilfe brauchen. Wenn ihr bereit seid. Verwende die Blutkrallenpfeil, um 12 verlorene Blutkrallenjungtiere zu retten. Pfeife, eine Pfeile. Wie komme ich auf Pfeile? Wie geht's denn so, Mann? Die Leute denken, Raptoren wären wild und heimtückisch, sonst nichts. Doch in Wahrheit sind sie treu und klug, auf eine Weise, die kaum einer nachvollziehen könnte. Tötet 8 verderbte Blutkrallenraptoren. Der Gemahl der Seehexe. Ich habe unsere verderbten Blutkrallen untersucht und bin dabei der Ursache dieses Problems auf die Spur gekommen. Es ist ein einzelner Nager. Er hat eine rote Kugel über unsere Jungen gehalten und ich sah, wie sie sich veränderten. Nicht zum Positiven. Ich bin mir sicher, dass er denkt, sein Diebstahl und sein Zauber seien nicht bemerkt worden. Es soll euch also gelingen, ihn zu überraschen. Tötet den Nager und bringt mir diese unzählige Kugel. Ich werde ihn dann im Nordwesten an die Zlotzlaner Sturz finden. Ah ja, ihr werdet ihm... Okay. Ja, das Mikrofon steht bei der Aufnahme im Weg, deswegen ist es manchmal ein schwer zu lesen, aber ich schaffe das schon. Und ich lese auch nicht alle Questtexte vor, nur die, wo mich halt gerade so interessieren. Die üblichen WoW-Let's-Plays sind ja eh so. Quests zumachen? Ah, das muss ich machen, okay. Sonst liest ja eh kaum einer Quests vor, aber die, wo mich interessieren, lese ich halt gleich vor, dann besser als zu schweigen und zu sterben. Ah ja, da haben wir schon welche. Da haben wir schon welche. Oh, die sind so süß. Verehrtes Blutkrallenjungtier, schüttelt sein Horn in eure Richtung. Oho. Putzige Viecher, putzig. Könnte ich den jetzt so Killermaschinen abrichten, dass sie den Tod beißen oder? So eine Blutkrallenarmee, das wäre auch nicht schlecht. Naja. Ich schaffe das schon, ich schaffe das schon. So, 4 von 8. Ah ja, da oben ist der Bösewicht. Da oben ist der Nagersaal. Oh, Level ab, Stufe 4. Bald bin ich der mächtigste Schamane aller Zeiten. Scheiß die Wand an. Aber bis dahin dauert es noch ein bisschen. Oh, nur noch ein kleines bisschen. Oh, da ist auch eine Jungtierarmee. Und da ist dann ja schon der böse Bube. Ach cool, die greifen den an.
cool, wie die sich an dem festbeißen. Sehr geil. Vor allem auch eine lustige Idee. Oh, oh, der hat mich verhext. Oh, jetzt muss ich aufpassen, dass ich hier nicht von denen gefressen werde. Jetzt, wo ich so klein bin. Naja, egal. Habe ich alles erledigt? Na, ich muss noch zwei von denen töten. Noch zwei Stück. Oh, da habe ich... Das sind noch Schnellbelegungen von meiner... von meinem Belgian Gamepad. Da muss ich noch echt nur einen umbelegen, wenn ich die brauche. Weil ich spiele ja mit einem Belgian Gamepad. Ich spiele nicht mit der Tastatur. Weil ich das so bequemer finde. So. Okay, jetzt muss ich alles haben. Ich habe alles. Dann gehen wir mal zurück. Alle werden um 2 verringert. Naja. Dann schauen wir mal. Ah ja, da bekommen wir jetzt bestimmt was Episches dafür, dass wir den Nager getötet haben. Bestimmt. Ach, ganz bestimmt. So, erstmal zu dem. Grüße, Mann. Danke, Schamane. Es benötigt tapfere und entschlossene Leute wie euch, um den Dunkelsperren wieder groß zu machen. Ich hoffe, dass noch mehr Leute kommen, die nur halb so entschlossen sind. Mögen die Geister. Hm, wird schwierig, sein. Aber könnte passieren. Gut gemacht, Funkelzahn. Dieser Nager hat uns enorm zurückgeworfen. Aber nichts wird uns auf ewig aufhalten. Ist gut, dass ihr bei uns seid, Funkelzahn. Ein wildes Herz schlägt in eurer Brust. 10 Rüstung. Na, dann nehme ich lieber das, weil Schuhe habe ich noch keine. Man sieht sie. So. Auch wenn ich irgendwie keine Schuhe anhabe, habe ich sie trotzdem an. Ich verstehe es nicht. Ich habe jetzt Stiefel an, habe aber keine Stiefel an. Ich sehe zumindest keine. Egal. Wie geht's? So. Ihr seid in Ordnung, Funkelzahn. Moraya hat um neue Raptoren zum Ausbilden gebeten. Wir sollten sie nicht länger warten lassen. Einige meiner anderen Rekruten bringen schon ein paar rüber. Aber ich habe hier einen besonderen Raptor, den ich Moraya vor einer Weile versprochen habe. Flink, glaube ich, sein. Einer der schnellsten und mutigsten Jungraptoren, den ich je gesehen habe, aber ich kann ein wenig widerspenstig, sein. Ich leihe euch ein Lasso, mit dem ihr ihn nur irgendwo hier auf der Insel einfangen und ihm in die Stelle der Hauptinsel steuern müsst. Ich glaube aber nicht, dass er es euch einfach machen wird. Okay. Alles klar. Moment, ich ziehe dich mal auf die 3, dann kann ich dich einfach benutzen. So, ich habe da irgendwo rumflitzen sehen. Ja, wo ist er denn? Ach, da ist er, ja. Boah, das war doch lächerlich einfach. Oh, oh. So, jetzt muss ich auf die Hauptinsel. Das war doch einfach. Das war doch easy. Das war easy, Mann. Bloß, der kann irgendwie nicht stoppen. Kann er springen? Ja, das ist schon mal wichtig. Hui. Hui, hui. Ah ja, dahin. Okay. Vielleicht dahin. Ah ja, genau. Und jetzt? Der zappelt doch ein wenig rum, egal. Okay, ich nähere mich einfach wieder dem Fragezeichen da oben auf der Minimap. Reittiere. Achso, ich kann auch gar nicht reiten. Egal, egal. Nur nicht so schüchtern. Flinklaue, Chiara hat mir von ihm erzählt. Und es klang, als wäre er schwer zu hüten als ein Sack Flöhe. Mir kommen die Herausforderungen gerade recht.
Es sind die Temperamentvollen, die am Ende die mutigen und treuesten Begleiter in der Not abgeben. Vielen Dank, Schätzchen. War mir eine große Hilfe. Okay, einen Gürtel haben wir auch noch nicht. Zieh ich mal den Gürtel an. Und dann schauen wir beim nächsten Mal, was uns da hinten erwartet. Ein episches Ausrufezeichen. Und dann danke fürs Zuschauen und bis bald.